thinking back. Drop the classic. Keep established. What's up? That the magic. The magic. It's all the magic. Die Youth League ist der interessanteste Jugendwettbewerb Europas, sozusagen die Champions League für die letzte Altersstufe in der Jugend, bevor man dann in den Erwachsenenbereich geht. Das ist für jeden eine Ehre, da zu spielen und auch geil, sich international zu messen. Ich glaube, dass die Youth League für uns einen sehr hohen Stellenwert hat. Natürlich ist auch die Liga wichtig, aber die Youth League hat dann doch noch einen sehr hohen Reiz. Wir sind vor ein paar Wochen haben wir gesagt, komm, wir freuen uns drauf, wenn es losgeht. Englische Wochen, Youth League und so Geschichten. Jetzt ist es wirklich da. Morgen ist es soweit. Ich glaube, ihr seid analytisch gesehen schon super darauf vorbereitet. Ihr wisst, was auf uns zukommt. Was macht der Gegner? Was machen wir? Gestern ein ganz klarer Schwerpunkt mit dem Ball. Heute gehen wir gegen den Ball. Davon überzeugt, wenn sie so spielen, wie sie es immer tun und sie wollen ihr Ding durchziehen, dann haben wir eine riesen Chance für uns. Also grundsätzlich ist es sehr schwierig, immer einzuschätzen, wie stark die U19-Mannschaften sind. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass wir mit dem FC Chelsea den Rekordsieger der UEFA Youth League in unserer Gruppe haben. Sie sind bekannt dafür, dass sie viele englische Meisterschaften holen. Der AC Milan ist ein Großclub mit viel Tradition, mit Mailand als Metropole im Hintergrund. Und Zagreb steht schon ganz stark auch dafür, dass sie Spieler entwickeln, dass sie Spieler groß machen. Und dementsprechend war uns klar, dass es eine Challenge wird heuer, aber gleichzeitig einfach eine coole Sache. Wir haben uns natürlich sehr gut auf den Gegner vorbereitet, auf den AC Milan. Wir haben gewusst, dass sie sehr spielstark sind. Natürlich ein guter Gegner aus Italien, die sind immer robust. Heute musst du noch viel essen, da gibt es kein Gramm. Also 3-0, 3-0. Ja, okay. 3-0 war komplett. 2-1 oder 3-1. Bullen, geh mal! Bullen, geh mal, geh mal! Bullen, geh mal, geh mal! Bullen, doch! Bau der Bullen! Es war natürlich frustrierend, dass wir in der 10. Minute schon ein Gegentor kassiert haben, aber ich denke, durch das, dass wir auch schon in den ersten 10 Minuten gezeigt haben, dass wir die bessere Mannschaft sind, haben wir das noch verkraften können und haben dann unser Spiel weiter so fortgesetzt. Thank you.
c'est toujours bien. On a ce sentiment de joie, de toujours marquer. Et puis surtout, un but qui était important pour l'équipe. Non, toi, c'est le foot de fait, mon gars. Non, non, y a pas, un jeune, normalement, il n'y a pas fait de but. Ja, ich würde sagen, es sind eher verlorene Punkte gewesen, weil ich glaube, vor allem in den ersten 30 Minuten haben wir die klar dominiert und da hätten wir schon 2-3-0 in Führung gehen können. Das Match war am Mittwoch und wir hatten am Montag hier noch Training und am Dienstag auch. Da haben wir uns auf den Gegner vorbereitet. Ja, und dann sind wir nach dem Training vormittags nach London geflogen. Hoppa! Es ist eine komplett andere Situation als zu Hause. Ich glaube, das müssen die Jungs auch lernen. Man steht in der Früh auf, hoffentlich nicht allzu früh. Dann geht man gemütlich frühstücken. Dann hat man meistens einen Spaziergang, dann bleibt ein bisschen Zeit. Ich glaube, dass wir gut drauf sind. Ich glaube, dass wir echt Bock haben auf das Spiel. Die Akademie ist halt ein Wahnsinn. Und ja, schauen wir, dass wir es wegputzen. Wir müssen gewinnen. Wir müssen die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Unsere Einschätzung war, dass der FC Chelsea die beste Mannschaft in der Gruppe ist. Deswegen haben wir gewusst, in London wird geballte Kraft und Power auf uns zukommen, weil sie eigentlich schon zum Punkten eigentlich gezwungen sind. Chelsea ist einfach ein Weltverein, gegen den will jeder spielen. Und natürlich hat Chelsea ein großes Standing. Und wir haben gewusst, das ist eine robuste, starke Mannschaft, die auch in England dominiert. Oder wenn der da ein Ball verspringt, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Der Platz war natürlich unglaublich. Auf so einem Platz spielst du selten. Und generell die Akademie ist riesig. Ganz super. So, da kann man auch schon Tore schießen, würde ich mal sagen. Also wir sind sehr schwer ins Spiel gestartet und Chelsea sehr stark. Salzburg. Das war wirklich keine gute Partie für uns. Wir haben zum Glück noch die Null gehalten vor der Pause, damit der Trainer uns mal einen richtigen Einlauf gibt, damit wir aufwachen. Erstmal muss man sagen, wie oft bekommt man die Möglichkeit, gegen den FC Chelsea zu spielen, auswärts in London. Wahrscheinlich nicht gar so oft und wenn man dann dahin fliegt,
in Rückstand gerät, relativ unglücklich, ist man dann schon froh, dass man mit einem Punkt nach Hause fliegt. Und ja, die Gruppe ist total offen und jetzt haben wir eben unsere Hausaufgabe mit Zagreb zu erledigen und hoffen, dass wir das Schiff dann in eine gute Richtung lenken können. Ja, wir wissen, was auf uns zukommt. Ich glaube, die wissen auch, was auf sie zukommt. Hey, on avait fait le voyage pour ça. J'étais prêt pour le match et tout. Mais là, mon pied m'a trahi. Deutsch. Deutsch. Ja.